Jo Leute, ich bin's wieder, euer Passi. Und heute wird so ein kleines Special kommen, und zwar über das Jahr 2015. Weil in insgesamt, also zumindest bei mir, 2 Stunden ist 2016. Keine Ahnung, wie es bei euch ist. Vielleicht seht ihr das Video auch erst im nächsten Jahr, also 2017, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bei mir ist es in 2 Stunden soweit, dann ist Neujahr. Und bei diesem Video möchte ich ein bisschen darüber reden, zum Beispiel über neue Projekte, die kommen werden, Projekte, die leider abgebrochen werden vielleicht, und wie es mir 2015 so ging. So, fangen wir erstmal an, wie es mir 2015 so ging. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, möchte ich 2015 am liebsten in die Tonne schmeißen. Das Jahr war wirklich gar nichts. Ich war wirklich nur noch depressiv. Zum Beispiel der Tod meines Freundes Robin, der mich auch sehr betroffen hat. Es war ja mein erster bester Freund aller Zeiten. Und die Löschung von Passivorex und noch so andere Dinge, die ich einfach nicht vergessen kann, aber am liebsten vergessen möchte. Ich war wirklich sehr oft depressiv, deshalb gab es auch mal Zeiten, wo keine Videos kamen. Es ist nicht wegen Arbeitsstress oder pliplablo. Nein, es ist wirklich, weil ich die Motivation verloren habe, zum Beispiel. Das Let's Playen kommt mir auf einmal so langweilig vor. Ich habe keine Lust mehr. Und ja, das will ich am liebsten auch ändern. Es kommen ja täglich keine Videos mehr, zum Beispiel. Und daran muss ich feilen natürlich. Es kann natürlich auch nicht jeden Tag was kommen, weil ich habe ja wie gesagt einen Job und so. Das ist das Einzige, was mir wirklich gefällt an diesem Jahr, dass ich einen Job gefunden habe. Und dass mein YouTube-Kanal LPPass96 2000 Abonnenten erreicht hat. Aber sonst will ich alles einfach nur vergessen. Ich bin wirklich froh, dass das Jahr 2015 gleich vorbei ist. Und naja, über euer Jahr könnt ihr auch mal reden. Wie war euer Jahr so? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. So, jetzt kommen meine neuen Projekte, an denen ich arbeiten werde. Und zwar habe ich. Und zwar habe ich vor kurzem, also am 27. Dezember, also war eigentlich ein Weihnachtsgeschenk, aber wir haben so lange gewartet, bis mein Bruder auch hier war, weil er wohnt ja nicht hier leider. Haben jetzt so lange gewartet, bis mein Bruder kam, und dann habe ich auf einmal eine Wii U bekommen. Nicht nur ich, sondern mein Bruder auch. Und das ist natürlich. Wow! Eine Wii U. Mein größter Traum aller Zeiten war ein Greenscreen. Seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil dahinter jetzt ein Hintergrund ist. Und eine Wii U. Und auf die Wii U habe ich schon 3 Jahre gewartet. Und dann ist es endlich passiert. Super Mario Maker wird kommen und Super Mario Brothers Wii U. Und vielleicht auch Smash Bros. Wii U. Und vielleicht auch Smash Bros. U. Vielleicht auch Super Smash Bros. U. Und Mario Kart 8. Aber ich bin mir. Da hat es gerade Boom gemacht. Da feiern schon welche. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber Super Smash Bros. Aber Super Mario Bros. Wii U und Mario Maker wird auf jeden Fall kommen. Verlasst euch drauf. So, nun zu den Projekten, die leider abgebrochen werden müssen oder vielleicht werden. Also, jetzt machen wir erstmal vielleicht und später die ganz böse. Vielleicht. Werde ich den Dub mit Journey abbrechen, weil Kemi Orca hat bisher schon ganze 150
40 Seiten hochgeladen und in YouTube ist ja erst 1 bis 40 bekannt. Und naja, wie soll ich sagen, der Comic selber ist wirklich sehr, sehr geil. Und würde halt wirklich gerne weitermachen, wenn das nicht so grausam wäre. Also, ich habe die Seite 132 gesehen, da ist eine Stelle, da. Ich weiß nicht, was der YouTube dazu sagt. Nur wegen werde ich gebannt? Wegen zu blutiger Stelle? Oder ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich es abbreche oder ob es weitergeht. Deshalb, naja, ihr habt ja wahrscheinlich auch schon gesehen, es kam ja schon lange gar nicht mehr die Midjourney-Dingsbums. Zum Beispiel muss ich immer noch warten, bis endlich mal der und der und der fertig ist mit den Audio-Filen und so. Aber ja, vielleicht wird es ja auch noch weitergehen. Vielleicht werde ich es ja einfach nur zensieren, diese bösen Stellen, und das ist es. Das werde ich wahrscheinlich machen. Weil ich will, Cammy Orker, ganz ehrlich, sieht mich als eine richtig krasse Person, weil ich das mache. Und ich selber sehe Cammy Orker als mein Idol. Wow! Also da kann ich eigentlich sowas nicht abbrechen. Das ist ja schon so eine Sache. Und es ist ja auch ziemlich beliebt. 3000. Und es ist ja auch noch ziemlich beliebt. Fast 3000 Aufrufe bei der ersten Folge. Ich weiß nicht, ob ich das abbrechen soll. Was denkt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. So, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich habe ja viel über Warmon 2 geredet. Leute, ich würde es ja gerne machen. Es waren, glaube ich, 122, die gesagt haben, ja, mach es bitte, ja, mach es bitte. Yes, please. Ich habe die erste Folge aufgenommen und kaum bin ich in einem Bug gelandet. Und bin nicht mehr weitergekommen. Das Spiel ist gebuggt wie keine Ahnung was. Es hat nur Glitches und Bugs und es soll Bugmon heißen und Glitchmon oder keine Ahnung. Ich kann das leider nicht spielen. Deshalb wurde es leider komplett abgebrochen. Es war zwar wirklich verdammt beliebt, aber nein. Sorry, aber das muss ich jetzt leider so sagen. Wenn Spiele so rumbuggen, dann machen sie einfach keinen Spaß. So, jetzt sehe ich gerade unten Sovereign of the Skies. Wahrscheinlich wissen das schon die meisten, das Spiel ist die Hölle. Das Spiel ist die Hölle. Das Spiel ist die Hölle. Es hat eine super, wirklich super geile Story dahinter, aber das Spiel selber ist so verdammt schwer, dass man da einfach sagen muss, impossible. Ich habe mal ein Let's Play nämlich angeschaut von Blitziados, keine Ahnung wie er heißt. Und Alter, was mussten die alles machen? Da ist eine Höhle, da muss man alle Tricks haben. Da muss man den ganzen Pokémons die erlernen. Nein, Leute, das kann ich leider nicht machen, weil ich gehe nicht die ganze Zeit rein und raus, um die ganzen Items zu finden. Also der Macher hat wohl einen Piep. Ich hoffe, er wird das ein bisschen leichter machen, weil es ist ja immer noch in der Beta-Version. Und naja, vielleicht wird es ja dann später weitergemacht. Aber jetzt erstmal nein. Pokémon Platin. Okay, es ist noch nicht sicher, ob ich es abbreche, aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, Pokémon Platin, es ist immer noch so ein kleines Problem an meinem Laptop dahinter. Es will einfach nicht richtig laufen, der DS-Emulator. Der DS-Emulator leckt wie Sau. Zumindest für mich. Keine Ahnung, wie es für dich ist. Aber zum Beispiel, mein Laptop ist so mega langsam. Der kann einfach nicht abspielen und deshalb habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht Pokémon Platin abbreche. Aber es ist noch nicht sicher, es ist wirklich noch nicht sicher. Ich habe nämlich hier den Part 7, 8, nee, 6 und 7 schon drauf. Und ich bin mir noch nicht sicher.
Vielleicht geht's weiter, vielleicht auch nicht. Ihr werdet sehen. Aber jetzt erstmal. Vielleicht wird es ja auch noch weitergemacht. Man weiß ja nicht. Ich weiß es selber noch nicht. Ich bin mir wirklich, wie gesagt, noch nicht sicher. Oh Gott. Okay. Also, ich glaube, das kann ich komplett als tot abschließen eigentlich. Ich bin mir auch dabei noch nicht sicher. Aber Kirby's Adventure. Wann habe ich das bitte Let's Played? 2014, glaube ich. Ja, ich glaube 2014. Ja, Kirby's Adventure. Das war so ein kleines Let's Play, was ich mal machen wollte, aber habe bisher nur zwei Parts hochgeladen. Und ich bin auch noch nicht fertig. Keine Ahnung, ob ich es jemals weitermachen werde. Das steht in den Sternen. Ach scheiße, ich bin ja dann aus. Wie soll ich bitte die Sterne sehen? Okay, Leute, das war mein Statement für 2015 und 2016. Ich hoffe, euch hat das Special-Video gefallen und feiert noch schön. Frohes neues Jahr. Bis bald und ciao. Ra!